Morgen. Na sicher, mach ich schon. SF zu Köln, Marcel Schmidt, guten Tag. Ja, das Bütchen da, das habe ich vor 3 Jahren aber das, habe ich das übernommen vom Holger. Der hat jetzt einen großen Laden jetzt irgendwo, Hamburg oder so. Ihm geht's gut. Guten Tag, bitte. Servus. Ja, ich möchte eine Zeitung Express kaufen. Da habe ich schon wieder 0-0 gespielt. Ja, ich weiß, habe ich schon gelesen. Ja, danke. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, wenn der FC spielt, das ist natürlich super. Da kaufen wir die ganze Bude kaufen wir die leer. Das ist echt super. Das muss ich schon sagen. Servus, Peter. Servus. Prost. Danke. Ja, so. FC-Fan bin ich mittlerweile auch. Also, was der Stöger da manchmal zusammengecoacht hat, das geht gar nicht. Kein Mut. Angst aus dem Fußball, würde ich sagen. Aber gut. So ist es halt. Und eines wollte ich immer schon loswerden. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Der Zoller, der war ja schon weg dazwischen. Ist ja wieder zurückgekommen, der Zoller und der Japaner da. Warum die immer spielen, das weiß überhaupt gar keiner. Ehrlich. Sechs Stück an die Krähe, die in Eintracht Frankfurt. Kannst du dir vorstellen, was hier los war? Die haben mich einfach angequatscht von der Seite. Das war fürchterlich. Derby, nächste Woche, da kriegen die sicher auf den Sack. Aber nix war. Das ist Tor! Das ist Tor! Das ist Tor! Das ist Tor! 1-0 für den 1. FC Köln in diesem Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, die Derbys, die können wir ja. In Leverkusen, boah, der Maro, der konnte plötzlich besser Köppe, als er grätschen konnte. Grüß dich, Tommy. Ach, Jürgen, mein Freund. Ach, wie geht's dir? Oh, Jod, Abige, ne? Abige, so wie jeden Tag. Das ist mein persönlicher Derby-Held. Der liefert, und wenn es sein muss, an so Tagen wie in Leverkusen, auch zweimal. Das ist ein Typ wie der Maro. Ich sag nur eins. Wenn du krätscht, bist du zu spät. Tor Leverkusen! Jetzt die Ecke von Risse, lang rein, Kopfball! Tor, 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 Tor! Dominik Maro! Doppelpack! Ah, ist das lecker. Ich bin's. Der Lennart. Ja, ich bin in meinem Job sehr, sehr zufrieden. Ich bin Sachbearbeiter. Hey Lennart, hier sind die Fehlentscheidungen vom FC dieses Jahr. Wir müssen bis heute Abend fertig sein. Und es waren ganz schön viele dieses Jahr. Aber was ich am meisten hasse, das sind Fehlentscheidungen. Ich bin Jack der Taxifahrer. Und ich bin fast ein Jahr in Köln und ich fahre gerne die FC Köln-Spieler. Dieser Toni Modest, dieser schwarze Mann. Du musst normalerweise ein Schwarz in der Mannschaft haben. Aber richtig gut, ich glaube. Schalke!
diese Franzose. Und er zieht direkt ab mit dem rechten Fuß. Tunnelt Fährmann und rein das Ding. Und da tanzt er hier an die Eckfahne. Nachschussmöglichkeit Gerhard. Haken rechts. Nachschuss. Tor. 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 Gerhard. Lehmann nimmt Vogt mit. Er ist schon über die Mittellinie. Und hat nur noch einen Schalke vor sich. Rechts. Da gewechselt den Zoller. Ist frei für Fährmann. Wenn du mich fragst, das beste Spiel der Saison, ganz klar Borussia Dortmund. Wie die Jungs da zurückgekommen sind gegen so eine starke Mannschaft, Hut ab. Und Sörensen legt sich voll ein. Modest, dann einfach Tor, 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 Tor. Modest, 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 Modest. Ist das zu fassen? Micha! Ja, komm, sorry, ich komm ja schon. Was will der Arsch schon wieder von mir? Rückrunde vom FC. Das war harte, ehrliche Arbeit. Von 1 bis, ja, bis zur 37, bis zum Daniel Mesenhöhler. Gibt's doch nicht, Alter. So eine Verf***te hier. Jedes Mal macht er mir die Scheiße kaputt und ich kann wieder zahlen. So ein Depp. So ein F***. Jedes Mal das Gleiche mit der Taube, du. Bei dem weiß ich auch nicht immer, was ich machen soll. Manchmal soll ich was vorbereiten. Manchmal soll ich es selber machen. Und wie ich es mache, immer ist es falsch. Und dann fragt man sich, woran hat die Lehen? Ja, woran hat die Lehen? Ich sag mal so, woran hat die Lehen? Man fragt sich ja oft, woran die Lehen hat. Woran hat die Lehen? Ja, weiß ich auch nicht, woran die Lehen hat. Ja, mein ehemaliger Arbeitgeber. Bei ihm liegt auch nicht so rund. Die müsste ich 2 Mahnungen schicken. Das tut schon weh. Jetzt dreht er völlig durch. Leonardo Bittencourt schießt seinen Ex-Club ab. 2:0 für den ersten FC Köln. Doppelpack Leonardo Bittencourt. FC Köln, alle. Peter Stoga. Morgen. Morgen. Na ja, aber du musst zugeben, es gibt schon weniger Schlagzeilen als früher. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen am Schmadi. Ja, ja. Ja, seit er da ist, ist schon ruhiger geworden. Ja, das sag ich ja. Und wieder, Moin. Wie immer. Ne? Moin. Ja, wird wohl reichen. Ciao. Servus. Jetzt hat er wieder genug zum Schießen. Super für mein Geschäft. Hallo, ich bin der Marcel. Mein Traum war es immer mal Bundesliga-Spieler zu werden, beim 1. FC Köln. Ich habe es dann bis hier zum Empfang geschafft. Ich bin auch für die ganzen Fans zuständig und da braucht man schon ab und zu ein dickes Fell. Das kann man schon so sagen, ja. Marcel Schmidt, 1. FC Köln, guten Tag. Nein. Nein. Nein, ich weiß nicht, warum der Riss immer die Freischüsse schießt. Ja. Ja, ich sag dem Trainer Bescheid. Ja. Aber es gibt auch Tage, da weiß man, das wird eine gute Woche. Und manchmal sage ich mir einfach, Marcel, das ist doch alles nur Fußball.
immer Party mit den Franzosen. Ja? Energiestadion 4-1, da dürfte jetzt nichts mehr anbrennen. Die da sollen wir da jedes Jahr irgendwas von Klasse halten, 40 plus. Nächstes Jahr müssen die schon in die Euroleague. Champions League, mindestens. Ja, das sage ich auch. Holt man nicht ganz gut. Hallo. Hallo. Wohin? Einmal zum Flughafen, bitte. Okay. Wo fliegst du? Ich nach Frankreich. Du nach Frankreich? Niemals. Ja. Du kannst nicht? Ich hoffe. Okay. Wo? In Monaco? Nizza. Nizza? Okay. Und dir? Stand jetzt weiß ich noch nicht. Okay. Ich kenne nur ein Gas und das ist Vollgas.